Jo Leute, willkommen zurück zu Skyrim Anduril. Ja, für mich sind jetzt wieder ein paar Tage vergangen, als ich das letzte Mal aufgenommen habe. Deswegen muss ich erstmal gucken, was wir überhaupt noch tun mussten. Wir haben einmal die beiden, Jesper nach seinen Plänen fragen und die Aufzeichnungen über die schwarzen Steine bei Erzmagister Merail abholen. Okay, dann machen wir das Ganze mal. Warte, warum? Achso, das ist unter uns, okay. Okay. Warum habe ich... Ja, geht in den Flüsterwald. Warte mal, wo sehe ich die Uhrzeit? Hier, ne? Achso, ja, okay, dann habe ich schon gepennt. Super, okay. Dann brauchen wir nicht nochmal pennen. Ich weiß gar nicht, wieso. Mussten wir nicht irgendwie einen Tag warten oder so? Deswegen habe ich... Ja, ich glaube... Doch, stimmt, genau. Ja, genau. Wir mussten irgendwie ein paar Tage warten. Also einen Tag. Da haben wir dann zweimal 12 Stunden gepennt oder sowas. Und dann ging die Quest erst. Stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder. So, boah, und ich muss sagen, ey, es sieht immer so cool aus. Mit der Grafik auf High, das kann ich nicht immer. Vor unserer Haustüre. Das geht doch alles den Bach herunter. Okay, es geht den Bach runter, aber ich muss das Spiel mal leiser stellen. Das ist super schwer zu reden, wenn die total laut hier alle rumgähnen, rumstöhnen. Nee, boah, ich warte mal. So, mal eben ein bisschen leiser, ey. Was wollte ich gerade noch sagen? Genau, die Einstellungen auf High sind einfach so geil. Also da kriege ich immer einen Ständer. Was? Das hab ich nicht gesagt. Da müsst ihr euch verhört haben, also ganz ehrlich, Leute. Also, dass ihr auf solche Gedanken kommt, ey. Ihr Perverslinge. So. Aber jetzt geht's erstmal oben. Ah nee, gar nicht. Oh Gott, wir können ja einfach. Ich bin doof. Wir können ja einfach dahin schnell reisen. Das ist voll unnötig, hier jetzt den ganzen Weg zu laufen. Das ist super unnötig. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Da nehmen wir doch einfach die schnelle Variante. Boah, ich wünschte ehrlich gesagt, dass dieser komische Posten da, wo wir jetzt hingehen, dieser komische Wegweiser, dass der überall irgendwie vertreten ist. Michael? Nur am Anfang ist irgendwie doof. Hier, der. Also stimmt, warte. Erstmal müssen wir jetzt eben hier. Ark, Sonnentempel, da haben wir's. Ich bin gerade am Überlegen. Ich wollte irgendwas noch in diese Truhe tun. In diese komische Truhe, die überall steht. Beziehungsweise wo die Items halt gestort werden und dann eben überall hin teleportiert werden. Teleportiert in Anführungszeichen. Man kann einfach die Kiste dann von jeglicher Position benutzen. So, hier haben wir sie. Die sichere Truhe. Da habe ich einmal das Abzeichen der Apothekarin drin. Warum auch immer, fragt mich nicht. Und irgendwas wollte ich da auf jeden Fall reintun. Hier. Die benutze ich. Ein Eichenbogen. Huh. Also ich meine, den kann man doch eigentlich verkaufen. Warum habe ich den überhaupt? Also eigentlich kann ich den verkaufen. Was haben wir denn noch hier? Das kann ich doch auch verkaufen. Hä? Oder das hier auch? Okay, das macht noch Feuerschaden. Das kann ich vielleicht. Hä? Ich kann die ganzen Sachen. Warte, Moment mal eben, ey. Ich kann die ganzen Sachen doch verkaufen. Ich bin verwirrt. Warum habe ich das nicht gemacht? Ich weiß, dass ich mal an diesem arkanen Verzauberer. Warte mal, da gehen wir eben kurz hin. Dass ich an dem arkanen Verzauberer. Dann machen wir auch direkt die Quest hier. Ja, ich dachte, du Warte. Nein, der Erzmagister hat mich zurückbeordert. Ah, richtig, die Aufzeichnungen. Ja, hier sind sie. Ich habe euch die relevanten Stellen markiert. Folgt einfach den Spuren und seht, ob ihr etwas finden könnt. Und wenn ihr einen der Steine habt, kommt und bringt ihn mir. Okay, dann machen wir das mal. Der ist noch, glaube ich, einen höher, oder? Glaube ich. Ne, hier ist er nicht. Der ist dann hier durch. So. Jetzt mal eben kurz gucken, was ich hier noch verzaubern kann. Guck mal, das habe ich alles schon. Okay. Und das wollte ich hier verkaufen. Boah, das ist so. So viel Geld können wir daraus machen. Ah ja, und stimmt, genau. Ich wollte hier noch meinen
Bogen nachfüllen, glaube ich. Und kann ich das nicht? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich Endzauber. Warte. Hier zum Beispiel. Was zur Hölle? Was ist das denn für ein Ding? Warum hat das so viel Damage? Das ist ja viel besser als mein jetziger. Ey, wie cool. Aber kann ich das irgendwie hier... Ja, der Effekt ist bereits bekannt. Ja, toll. Aber ich will die doch irgendwie hier... Toll. Ich habe keine Ahnung, wo ich dahin muss. Irgendwie muss man die... Oder kann man die entzaubern? Entverzaubern? Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Falscher Weg. Da. Aber ich habe im Moment irgendwie keine Ahnung. Na gut, aber dann werden wir jetzt mal eben schön die ganzen Sachen verkaufen. Also ich habe nicht gedacht, dass ich die ganzen... Warum habe ich die das letzte Mal nicht verkauft, ey? Sag mal, bin ich behindert oder so? Bin ich blöd im Kopf? Nee, ich glaube, ich bin irgendwie psychisch behindert. Ich kann nicht so richtig nachdenken. Tut mir leid, Leute. So. Dann gehen wir mal eben hier zu dieser coolen... So, danke, danke, danke. Zu dieser coolen Frau hier. Da. Ab in die Rüstkammer. Und dann... Guten Tag. Natürlich. So. Einen kleinen Obolus muss ich aber leider verlangen. Ganz gleich, wie wichtig ihr für die neue Mission des Großmeisters seid. Tut mir leid. Ja, kein Ding. Aber du wirst mir jetzt erstmal was bezahlen. So, du wirst das hier kaufen. Du wirst den Runenbogen kaufen. Das Silberschwert. Den brauche ich selber. Den mache ich mal irgendwie hier jetzt. Ach, kann ich gar nicht gerade. Und das kann doch eigentlich auch weg, ne? Ja. Okay. Und was haben wir denn hier noch? Das wollte weg. Das sollte weg. Das kann eigentlich... Oh, aber das ist ein Set-Gegenstand. Ehrlich gesagt, ich glaube, das behalte ich. Kann ja sein, dass wir irgendwann noch die anderen Set-Gegenstände bekommen. Kann ja immer mal sein. So. Der Zerbrecher. Brauchen wir ein Schild? Ich meine, ja... Wenn ich nachher so ein kleineres Schwert bekomme, dann ja. Ich lasse das mal lieber. Das habe ich alles an. So, Haut des Rattenfängers. Set-Gegenstand. Will ich auch nicht verkaufen. Herz des Nordens. Das werde ich auch behalten, weil das echt richtig gute Stats hat. Verbessert eure Schwere. Das ist auch ein... Ey, ganz ehrlich, ich will die ganzen Sachen nicht verkaufen. Und guck mal hier, Preise werden um 7% besser. Alter, das sind so gute Sachen hier. Ne, da verkaufe ich nichts. Gifte kann ich aber verkaufen. So. Zack, Tränke nicht. Tränke behalte ich mal. Aber... Die ganzen Gifte können jetzt erstmal weg. Gift des Leidens. Magiegift. Ja, und sonst sind hier nur Tränke. Perfekt, dann gehen wir mal hier. Die Gesellenbücher will ich auch noch behalten. Okay. Dann geht's jetzt auf zu dieser einen Frau, die mir diese Bücher verkaufen kann. Und dann machen wir uns mal richtig OP. Jetzt einmal hier hoch. Hallo. 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 Hm? Was wollt ihr? Nix wollen wir. So. Dann kommen hier jetzt erst... Achso, da. Dann kommt hier jetzt erstmal das rein. Und das. Und das. Ah, die Ringe kann ich auch noch verkaufen, ne? Ja. Das kann auch noch weg. Konnte ich vorhin gar nicht verkaufen, schade. Herz des Nordens. Haut des Rattenfängers. Ey, wir haben so viele Set-Gegenstände, aber immer nur ein Ding davon. Lexides Aufzeichnungen. Ein Schädel. Warum habe ich einen Schädel? Warum habe ich einen Schädel dabei? Bin ich irgendwie, weiß ich nicht, so ein komischer Typ, so ein Creep oder sowas? Jetzt mal ehrlich, ey, warum habe ich einen Schädel dabei? Hier, tschüss. So, jetzt haben wir auf jeden Fall ziemlich viel, das wir tragen können. Und dann gehen wir jetzt auf zu dieser komischen
Bücherfrau, die einfach super viele Bücher von allem hat. Ist doch normal, Leute. Ich kaufe mir auch immer so 100 Bücher von einem Buch. Und dann kann ich einfach das Buch 100 Mal lesen. Aber immer neu. Boah. Krass, ne? Aber ich will jetzt auf jeden Fall mal wissen, wofür wir die Steine brauchen. Ich hoffe, ihr behaltet recht und diese Maschine kann uns dazu helfen. Ja, ja. Ich hoffe echt, dass wir recht haben. Das hoffe ich auch. Warte mal, welche Taste war mal... Ups. Aber das können wir auch machen. Ha, perfekt, Leute. Hör mal. Heute wird alles abgearbeitet. Wie viele Punkte haben wir überhaupt noch? I? Nee. J? Nein. K? Escape? Tab? Ich weiß nicht mehr, welche Taste. Ah, dann... Nee. H? L? K? J? F? Ah, hier haben wir es. H. Wir haben noch... 50... Nein, oder? 6. Ah, okay. Ja, 6. Das ist doch, 6 ist doch mal was. Klingentänzer, Wirbelklingen. Habe ich ja gerade nicht. Ist nachher wichtig, wenn wir da zwei Waffen haben. Auch unnötig. Auch irgendwie unnötig. Ja, was haben wir hier? Oh! Mein Spiel ist abgestürzt. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. So, willkommen zurück. Das war ziemlich geil. Guckt euch das mal an. Zweihandwaffen verursachen 12% mehr Schaden und Stufe 2, Zweihandwaffen verursachen weitere 10% mehr Schaden. Wir machen mal Stufe 1. Zack. Und dann noch Stufe 2. Ich glaube, mehr können wir nicht, ne? Ja. Boah, jetzt machen wir einfach 22, 12, nein. Wie viel war das? Ja doch, 22% mehr Schaden. Ey, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, was haben wir dann hier noch? Boah, das ist auch geil. 13% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Boah, das ist auch super geil. Das mache ich auch. Was haben wir dann hier noch? Angriffe mit Streitäxten. Warte mal, was ist denn überhaupt meine Waffe hier? Ist das eine Streitaxt? Das ist eine Schlachtaxt. Ja, ja, okay. Aber der Typ ist eine Streitaxt. Ja, aber... Fragt sich, wie lange wir die noch benutzen. Aber ich meine, Blutungsschaden ist auch schon ziemlich geil. Also, machen wir einfach mal. Zweihandschwertern? Nö. Wir haben keine Schwerter. Was? Ignorieren 30% des Rüstungswertes. Krass. Also hätte ich so einen Hammer, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Skaraksche Kampfhaltung. Erhöht Schaden und Wucht eurer Hiebe und Schildstöße. Oh, okay. 10% mehr Schaden. 50% mehr Wucht. 40% weniger Schadensresistenz. Was ist das denn? Ich bin mir nicht genau sicher, wie sich 40% weniger Schadensresistenz auswirken. Das ist doch übelst viel. Stell dich mal vor, 40%. Stell mal vor, der macht mir irgendwie mit einem Schlag die Hälfte Leben weg. Ey, das ist viel zu viel. Also. Nee. Ich glaube. Aber warte, ja, okay. Wir gucken erstmal, was hier noch so... Was es hier noch so gibt. Gewährt euch stetige Lebensgeneration. Obwohl, boah, das ist auch geil. Ey, stetige Lebensgeneration, Alter. Das ist auch geil. Ja, braucht man nicht wirklich. Ausdauerverbrauch auch nicht wirklich. Das ist auch unnötig. Ah. Ladet eure Kräfte, bla bla. Okay, braucht man auch nicht. Was haben wir dann hier noch? Das ist alles. Also, diesen ganzen Baum hier brauche ich nicht. Außer.
Verdoppelt den Rückstoß eines Treffers beim Gegner, wenn eure Ausdauer über 50% beträgt. Auch unnötig, ehrlich gesagt. Also das Einzige, was ich wirklich brauche, ist der Punkt hier. Ich guck mal eben kurz, wie viel haben wir noch. Wir haben genau 2. Das heißt, wir könnten hier genau drauf kommen. Aber, mal eben kurz gucken, ob es hier noch irgendwas Cooles gibt. Ja, braucht man nicht schwere Rüstung. Obwohl, wir haben gerade schwere Rüstung, ne? Oder? Steht hier? Ja, schwer, schwer, schwer und schwer. Ja, okay, dann wäre das natürlich auch perfekt, wenn wir das hier machen würden. 15% wirkungsvoller, das ist auch richtig geil. Dann haben wir hier dann noch. Elementarzauber machen 13% mehr Schaden. Hier waren wir schon ganz oben irgendwo. Todesschuss. Nö, brauchen wir nicht. War das hier ganz oben? Nee, auch unnötig. Auch unnötig. Auch unnötig. Auch unnötig. Okay, dann brauchen wir den. Den packen wir dann einfach mal weg. Den brauchen wir nicht mehr. Hier ist echt, also der Teil ist schon echt geil. Also ich brauche auf jeden Fall, obwohl wir können hier auch noch den Damage, ne? Guck mal hier, Bogenschüsse richten weitere 10% mehr Schaden an. Ah komm, machen wir das mal. Konzentration. Bögen verursachen 20% mehr Schaden, solange... Ah, haben wir schon, okay. Können wir auch kein Level mehr irgendwie draufpacken. Schade. Auch nicht. Auch nicht. Ja, okay. Dann sind wir mit dem Bogen hier eigentlich durch. Außer hier gibt es noch irgendwas Cooles. 7% ist ja langweilig. Ist ja langweilig, okay. Ja, dann sind wir mit dem durch hier. Nice. Und dann, ja. Wutgetrieben ist ziemlich cool. Machen wir dann aber irgendwann später mal. Und das brauche ich ehrlich gesagt nicht. Also, ich weiß nicht, ich will das nicht. 40% weniger Schadensresistenz, das ist einfach... Nee, keine Ahnung, kacke irgendwie. Gucken wir mal, was wir hier noch haben. Doppelwirbel, Klingentanz, brutaler Schlag. Guck mal, das ganz oben, Betäubungshieb. Okay, ehrlich, eigentlich ist der hier auch durch. Außer natürlich, hier ist noch irgendwie... Ja... Eine weitere Stufe, aber... Nö. Was ist das noch? Erhöht Angriffs- und Laufgeschwindigkeit, aber schmälert eure Fähigkeit zu blocken. Nicht mit anderen Kampfhaltungen stapelbar. Okay. Also 10% höhere Angriffs- und Laufgeschwindigkeit. 45% schlechteres Blocken. Und 30% höhere feindliche Crit-Rate. Ey, Leute, das ist doch... Ey, das bringt mich doch um, wenn ich sowas mache. Das habe ich schon, ne? Ja, da habe ich schon den ersten. Ey. Ey, guck mal. Jetzt gerade frage ich mich. Hier, Stufe 2. 15% höhere Angriffs- und Laufgeschwindigkeit. 35% schlechteres Blocken. Und 20% höhere feindliche kritische Rate oder Chance. Heißt das jetzt, dass die Crit-Rate runtergeht von den Gegnern, weil die hier auf 30 war? Ich glaube nämlich schon, da hier 10% höhere Angriffs- und Laufgeschwindigkeit steht und hier 15%. Das heißt, hier wird es addiert und hier wird es eben, ja, subtrahiert. Und dann gehe ich mal davon aus, dass das korrespondiert. Hoffe ich jetzt einfach mal. Also ich meine, es wird sonst einfach keinen Sinn machen, so wie ich das jetzt da sehe. Boah. Eigentlich. Ja. Machen wir das mal. Super, und dann gehen wir wieder mit C zurück. Nein, X, Y, genau. Oh, nice, Leute. Ey, wir sind jetzt sowas von deutlich stärker. Also was wir da gerade alles reingehauen die haben, die ganze Zeit nur, weiß nicht, 20% mehr Damage, dann wieder, jetzt wieder irgendwie 10% mehr Damage, ey, das ist... Unsere Rüstung ist deutlich besser, boah. Also Leute, ey, ganz ehrlich, wir werden zu einem richtigen
zu so einem richtigen Biest. Also. Huiuiui. Ganz ehrlich, Leute. Das wird richtig nice. Boah, ich freue mich schon richtig auf die Gegner, ey. Also, wenn wir gleich diesen Stein da holen. Oder halt eben in der nächsten Folge. Ey, das wird so geil. Also, wenn da fette Gegner kommen, da werden wahrscheinlich fette Gegner kommen. Aber, boah, ey, die haben doch keine Chance dann. Das wird so cool. Jetzt freue ich mich gerade voll aufs Kämpfen, ey. Oh, ich kann es kaum abwarten. Aber was wir noch machen, ist auf jeden Fall noch ein paar Level. Warte mal, wo war die überhaupt? Ich habe gerade vergessen, wo wir die gefunden haben, diese eine Frau da. Ach, finde ich schon irgendwie. Aber, was wollte ich sagen? Ja, genau. Und wenn wir jetzt noch mit den Büchern da nochmal richtig viele Punkte in unsere generellen Fähigkeiten reinhauen. Boah. Oh, das wird so geil. Und das ist, Leute, das ist einfach so das Geile an Skyrim. Das ist einfach so das, was einem irgendwie, ja, am Spielen hält. Dieses konstante Aufwerden. Je weiter, je mehr man spielt, desto stärker wird man, desto leichter werden die Gegner. Und ich finde das dann auch besonders geil, wenn man dann irgendwie so einen Gegner hat, den man früher total schwer fand und jetzt auf einmal der jetzt irgendwie super einfach ist. Okay. Gesundheit, wollte ich nur sagen. Ich habe keine Ahnung, wo lang. Ich hab vergessen, wo das war. Oh Gott. Na gut, ich gucke einfach jetzt mal in die letzte Folge oder in die vorletzte. Nee, die vorvorletzte. Ziemlich weit zurück, ehrlich gesagt. Da habe ich ja irgendwo die Bücher gekauft. Dann gucke ich einfach, wo ich hier auskam. Das wird wohl irgendwo hier sein. Nur ich kann es mir gerade irgendwie nicht. Kann es mir gerade so nicht aus dem Kopf erklären. Nun gut, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wäre cool, wenn ihr bewerten würdet. Ja, dann haut da rein. Und tschüss.